Flüchtlingshilfe, wie sie schöner nicht sein kann. Über 50 Kinder aus dem nahegelegenen Heim toben sich am Volksparkstadion aus. Der HSV hat eingeladen zur lockeren Einheit, um zumindest für etwas Abwechslung im meist tristen Alltag der Menschen zu sorgen. Im Club bekommt man die Situation täglich mit. Ich glaube, jeder Spieler, außer die jetzt gerade in Blankenese wohnen, draußen fahren am Parkplatz Braun vorbei und sehen einfach da die Flüchtlingsunterkünfte und sehen auf der Schnackenburgallee einfach auch Scharen von Flüchtlingen, die sich da bewegen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema. Adler selbst hat schon Geld in der Kabine gesammelt und zusammen mit St. Paulis Lasse Sobich ein Projekt zugunsten von Flüchtlingen unterstützt. Jetzt hilft er mit seinen Kollegen bei einer Kleidersammlung auf dem HSV-Gelände. Die Vereine solidarisieren sich, ob mit oder ohne Slogans auf dem Trikot. Die Spieler des FC St. Pauli und von Borussia Dortmund etwa liefen bei einem Testspiel Anfang September mit Flüchtlingskindern ein. Zum Spiel waren 1000 Flüchtlinge eingeladen worden. Jetzt werden die Banner versteigert. Der Erlös soll für Flüchtlingsprojekte eingesetzt werden. Finanzielle Hilfe kommt von den europäischen Topclubs, die einen Teil der Einnahmen aus Europapokalspielen spenden. Andere Vereine stellen kostenlose Karten für Heimspiele zur Verfügung. Die UEFA hat mittlerweile eine Spende in Höhe von 2 Millionen Euro angekündigt. Der FC Bayern zahlte 1 Million. Der DFB bezuschusst unterdessen Amateurclubs, die Flüchtlingshilfe mit Fußball verbinden. Schon vor Wochen setzten sich außerdem einige Nationalspieler in einem Video gegen Fremdenfeindlichkeit ein. Ich glaube, für uns ist es auch irgendwo eine Pflicht, dadurch, dass wir irgendwo in der Öffentlichkeit sind, eine gewisse Meinung präsentieren können, dass wir dort als Mannschaft irgendwo auch versuchen, dafür zu stehen, dass wir eben gegen irgendwo diesen Fremdenhass, geschweige denn die Gewalt dagegen sind. Eine ähnliche Aktion in Gelsenkirchen. Auch Ex-Schalke-Profi Gerald Asamoah prangert in eindrücklichen Bildern offenen Hass gegen Asylsuchende an. Sein Verein sammelt unterdessen Sachspenden und übergibt sie Flüchtlingsheimen. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam derweil eine Aktion des spanischen Trainer-Ausbildungszentrums. Die Schule bot dem Mann, der auf seiner Flucht von einer ungarischen Kamerafrau zu Fall gebracht worden war, eine Stelle an. Zuvor hatte er einen syrischen Erstligisten trainiert.